Dieter Depping und Peter Thol, vom Temperament her recht verschieden, rauften sich von Beginn an zu einem schlagkräftigen Team zusammen. Gelaunt startete am nächsten Morgen Dieter Depping zur zweiten Etappe. Auch Isolde Holderried hatte sich viel vorgenommen. Der Sieger des ersten Meisterschaftslaufes hieß Dieter Depping auf Ford Sierra RS Cosworth. Achtung! Start der Saarland-Rallye 1993! Mit dem Sieg der Bayerwald-Rallye im Rücken ging Dieter Depping im bewährten Sierra an den Start, während Isolde Holderried im Saarland unbedingt erste Meisterschaftspunkte erkämpfen wollte. Von der ersten Prüfung an ließ Dieter Depping keine Zweifel an einem weiteren Sieg aufkommen. Der letztjährige Ford Sierra sollte schließlich würdig in den Ruhestand verabschiedet werden. Von solchen Problemen unbelastet fuhr Dieter Depping mit dem betagten Ford Sierra an der Spitze und nahm sich hier die Freiheit, die Straße großzügig um ein paar Meter zu erweitern. In der nächsten Prüfung verlor Isolde Holderried mit einer defekten Benzinpumpe Rang 2 an Markenkollege Moosleitner. Auf einem Rundkurs in Saarbrücken sahen die Fans unweit der französischen Grenze das Schaulaufen der Meister. Isolde Holderried war trotz des Pechs mit Rang 3 zufrieden. Dieter Depping rückte mit einem neuen Sierra in Hessen an. Mit einem 7-Gang-Getriebe ausgerüstet, wurde dieses Auto bei der Rallye-WM im vergangenen Jahr von Miki Biasion bei der 1000-Seen-Rallye gefahren. Depping fuhr trotz einer kleinen Eingewöhnungsphase mit dem neuen Getriebe sicher auf Rang 2 und lauerte auf Probleme des führenden Erwin Weber. Und die sollten kommen. Auf diesem Rundkurs in Schotten hatte Weber einen Reifenschaden, den die freundlichen Herren im Hintergrund, der Mitsubishi Note Service erkennbar an der roten Kleidung, im Expresstempo behoben. Weber verlor eine Minute und die Führung an Depping. Wieder musste Weber Depping jagen, um sich schließlich zum Geburtstag den Gesamtsieg bei der Rallye Hessen zum Geschenk machen zu können. Ich weiß selber, dass der Erwin viel schneller ist, mehr Erfahrung hat. Der hat schon 82 hier die Rallye gewonnen und das ist eigentlich nur von der Erfahrung her, hat er schon den Grundstein voraus. Dieter Depping konnte sich mit der überlegenen Führung in der Meisterschaft trösten, doch schon bei der nächsten Rallye sollte er Weber ernsthaft in Bedrängnis bringen. Der kühle Blonde mit dem schweren Gasfuß bewies in dieser Saison ein nie gekanntes Maß an fahrerischer Aggressivität. Isolde Holderried zog ein positives Fazit. Wir sind überglücklich, Tina und ich, weil wir sind echt heute auf Druck gefahren und man hat auch gesehen, dass ich auf die Spitze lange nicht so viel verloren habe wie gestern am Freitag. Nicht so richtig in Schwung, hingegen kam Erwin Weber, der sich mit dem Mitsubishi Galant hinter Snyers und Depping auf Rang 3 einreihen musste. Aggressiv und schnell fuhr Dieter Depping. Selbst Andrea in der zweiten Prüfung konnte seinen Elan nicht bremsen. Der Sierra war in England von Werksmechanikern gründlich durchgecheckt worden und präsentierte sich wie sein Chauffeur in Bestform. Patrick Snyers hatte sich schon am ersten Tag einen beruhigenden Vorsprung herausgefahren. Dieter Depping konnte den zweiten Platz gegen Weber behaupten. Im Etappenziel waren beide zeitgleich. Doch da Depping in der ersten Prüfung schneller als Weber gefahren war, wurde er auf Rang 2 notiert. They have nice stages.
Sie haben schöne Prüfungen, manche sind vielleicht ein wenig schnell, doch wenn du führst, ist alles okay. Es ist eine schöne Rallye, befand Patrick Snyers im Etappenziel. Nicht mehr mit dabei war Isolde Holderried. Ja, ich bin eigentlich schon traurig darüber, dass wir ausgefallen sind. Die Kardanwelle ist gebrochen und wir konnten noch 4 Kilometer fahren. Die Prüfung hat 14 Kilometer gehabt und wir kamen nicht mehr aus der Prüfung raus. Am nächsten Morgen ging Patrick Snyers mit dem Ford Escort als erster auf die regennasse Piste. Doch die erste Bestzeit des Tages gehörte Dieter Depping mit dem Sierra. Wir sind nun zu Gast im Mitsubishi von Erwin Weber. Trotz seiner Probleme konnte sich Weber Rang 3 zurückerobern. Von alledem unberührt zog Patrick Snyers an der Spitze seine Bahnen. Dieter Depping schien einem sicheren zweiten Platz entgegenzufahren. Erwin Weber konnte zwischenzeitlich wieder Boden gut machen. Am Nissan von Gregoire Demevius begann am Samstagnachmittag der Motor zu schwächeln, während Dieter Depping Rang 2 an Weber verlor. Ja gut, am Ende circa der Prüfung habe ich schon gemerkt, dass ich keinen Bremsdruck mehr habe. Und dann bin ich auf eine Rechtskurve zugefahren und auf einmal war der Bremsdruck ganz weg. Und ich bin eigentlich noch fast rumgekommen um die Kurve. Bloß das Auto hat dann so geschoben, dass ich gegen die Leitplanke gestoßen bin. Und von der Leitplanke, diese Pfosten, die da drin sind, haben eben das Rad rausgerissen aus der Aufhängung und bin eigentlich noch einen Kilometer mit 3 Rädern dann aus der Prüfung rausgefahren. Erwin Weber gab nun alles. Er fuhr Bestzeit um Bestzeit, doch es reichte nicht. Um 11 Sekunden musste sich der Rallye-Europameister geschlagen geben. Dieter Depping fuhr nach umfangreichen Reparaturarbeiten seinen Ford Sierra auf einen sicheren dritten Platz nach vorne und behauptete so die Führung in der deutschen sowie holländischen Meisterschaft. Gregoire Demevius quälte seinen Nissan, der zeitweilig nur noch auf 3 Zylindern lief, auf Rang 4 ins Ziel. Von der ersten Prüfung an gab Erwin Weber im Mitsubishi Galant den Ton an. Die Schwachpunkte von der Deutschlandrallye waren bei den Testfahrten ausgemerzt worden. Dieter Depping kämpfte im Sierra zu Beginn mit Problemen an der Bremsanlage und verlor den direkten Kontakt zu Weber. Depping wusste um die vorentscheidende Bedeutung der Hunsrück für die Meisterschaft und beschränkte sich darauf, den zweiten Platz zu verteidigen. Im Kampf um Platz 3 hatte Isolde Holderried im Belgier Littar einen ernstzunehmenden Gegner. Dieter Depping bewies im Hunsrück, dass er den Sierra nicht nur schnell, sondern auch spektakulär bewegen kann. Vom Allerfeinsten waren auch wieder die Driftwinkel von Harald Demuth auf dem Fricker Mercedes. Wir sind nun an Bord des Ford Sierra von Dieter Depping und Peter Thuhl. Sintflutartige Regenfälle sorgten am Freitagabend für den Abbruch der letzten Wertungsprüfung. Mit großen Sprüngen stürmte Erwin Weber seinem dritten Hunsrücksieg entgegen. Trotz seiner falschen Reifenwahl behauptete Dieter Depping ungefährdet den zweiten Platz.
Mit dem zweiten Platz im Hunsrück sicherten sich Dieter Depping und Peter Thul praktisch schon den Gewinn der Meisterschaft. Als feststand, dass Erwin Weber nicht an den Start gehen würde, konnte Dieter Depping den Sierra zur Meisterkür dekorieren. Der Titel war ihm jetzt nicht mehr zu nehmen. Erwartungsgemäß setzte sich der alte und neue Meister mit dem Sierra an die Spitze. Bis auf eine Prüfung markierte Dieter Depping am Freitag alle Bestzeiten. Nur Isolde Holderried im Werksmitsubishi vermochte dem Tempo des Meisters zu folgen. Sie hielt sich mit flotten Zeiten in Schlagdistanz. Matthias Moosleitners erklärtes Meisterschaftsziel ist in der Endabrechnung ein Platz auf dem Treppchen. Am Samstagmorgen war die Welt wieder in Ordnung. Nicht schien Dieter Depping auf seinem Weg zum dritten Saisonsieg stoppen zu können. Nimmt der Sierra von Dieter Depping einen neuen Turbolader an Bord, der sich jedoch als Rohrkrepierer erweisen sollte. Auf der längsten Prüfung in ihrer Lesin machte der Lader schlapp, gut 2 Minuten Zeitverlust waren die Folge. Nach dem Wechsel gab Depping alles, blies zur Aufholjagd, musste sich aber am Ende um 18 Sekunden Isolde Holderried geschlagen geben. Die deutschen Rallye-Meister 1993 heißen jedoch Dieter Depping und Peter Thul. Sie hatten für Fahrtleiter Werner Struckmeier ein besonderes...